Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir sind hier an Bord einer Station. Ich weiß gerade nicht mehr welcher. Aber wir schauen mal auf das schwarze Brett, ob es da einen Auftrag gibt, den wir annehmen könnten, wenn wir unser Schiff nicht vollgeladen hätten mit Waren. Was haben wir aufgeladen? Genau, Siliziumscheiben waren das. Und hier waren wir an Bord, genau, ich erinnere mich da, an Bord einer freien Autopilot deaktiviert. Handelsstation, weil hier nämlich Schiffe in der Nähe waren, die uns gar nicht wohlgesonnen waren. Dachte ich. Naja, gut. So, wir haben auf jeden Fall ein kleines Problem, denn wir haben Energiemangel. Wir wollen mit unserer Fracht Richtung Königinhügel. Und wir wollen auf jeden Fall, naja, vor allem wollen wir mal Richtung Westen hier. Oder wollten wir doch Richtung Rolxlos? Rolxlos, die bieten nicht allzu viel für Siliziumscheiben. Nee, da wollen wir nicht hin. Okay, ich würde sagen, wir fliegen einfach mal weiter gen Westen. Oder ist das Südtor näher? Naja, was erwartet uns hinterm Südtor? Hinter Rolxlos kommen Wolken der Atreus. Ein Brunnensektor, der auch nicht wirklich viel zu bieten hat. Noch dazu mit Piratenbasis. Nein, wir fliegen gen Westen. Da oben ist das Westtor. Da fliegen wir hin. Jo, und ja, versuchen irgendwo die Waren loszuwerden. Wir können ja hier schon mal auf Verkaufspreisfinder schauen. Ja, keine Käufer. Ja, und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir hier einfach, dass ich euch jetzt den kompletten Handel zeige. Ich habe ja in der letzten Folge mal gefragt, oder zum Schluss der letzten Folge gefragt, ob ihr alles sehen wollt oder nicht. Und ich habe jetzt ein paar Tage gewartet. Die Stimmen, die waren vor allem für laufen lassen und hier aufnehmen. Und deswegen mache ich das auch weiterhin so wie gehabt. Und naja, ich hätte durchaus noch ein paar Tage warten können, aber ich habe jetzt einfach Lust gehabt, X3 zu spielen und deswegen mache ich das jetzt auch und ich entscheide jetzt, dass ihr alles sehen werdet. Ja, und warum auch nicht? Spricht ja auch nichts dagegen, dass man das Let's Play hier auf, ja, 200 Folgen ausdehnt. Wie viel auch immer das sein werden am Ende. Und naja, sparen wir uns mal ein paar Millionen Credits zusammen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch dass wir die Nova nicht nur kaufen müssen, wir müssen die ja auch noch ausrüsten, dann brauchen wir ja auch noch Geld für unsere Händler. Reichesystem, Königinhügel. Und naja, ein bisschen Handgeld kann auch nicht schaden. So, keine Käufer dafür. Ich würde sagen, hier wählen wir mal das Westtor aus. Steuern das an per Autopilot. Denn Tor, Rolks Reich. Autopilot aktiviert. hier in so einem. Ich wollte gerade sagen, Autopilot deaktiviert. hier in einem solchen Sektor ist es gar nicht mal so ungefährlich. Ach du Schande, wir haben da gerade ein Schiff gecrashed. Delixianischer Weizen. Delixianischer Weizen. Der ist hinter uns. Können wir den aufnehmen? Wir müssten dazu unseren Frachtraum öffnen. Schauen wir doch mal. Ich denke mal, den können wir nicht mehr an Bord nehmen. Und wir haben einfach unseren Frachtraum komplett vollgeladen. Ne, wobei eigentlich kann das ja. Naja, wir schauen mal einfach. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Bin mal gespannt, ob wir den mitnehmen können. Ja, da ist gerade ein. Ja, können wir nicht. Wir sind zu voll. Frachtraum geschlossen. Unser Frachtraum, nein, unser Schiff wurde gerammt von einem Schiff, das durch das Tor gesprungen kam. Und das haben wir jetzt zerstört. Unser Schiff war stärker. Wir hatten stärkere Schilde. Tor, Rolks Reich. Autopilot aktiviert. So, ich hoffe mal, dass das nicht nochmal passiert.
Ich möchte ja nicht, dass wir unseren Ruf hier bei den Boronen versauen. Das wird ein Borone gewesen sein, denn der hat schon so geklungen wie ein Borone. Oh, und jetzt sieht man hier, die Entfernung des nächsten Tores ist ganz schön groß und das mit unserer Geschwindigkeit. Da sind wir eine ganze Weile unterwegs. Gut, dass wir den Sinzer auf 1000% gestellt haben. Oh Mann, jetzt haben wir gerade mal 10 Kilometer geschafft. Tja, das kann auch was dauern. Und seht, da kommen Asteroiden, wie ich schon geahnt habe. Ja, gut, dass wir jetzt hier per Autopilot fliegen. Das wäre mir zu riskant. Damit Karacho in einen reinzufliegen, auch wenn er noch so klein sein möge. Oha, da ist wohl gerade ein Schiff irgendwo explodiert. Hört sich gerade so an. Asteroid, die haben wir noch nicht gescannt. Naja, okay. Haben wir noch ein freies Schiff, das hier gerade mal den Delixianischen Weizen aufnehmen könnte? Unsere Basta. Ja, ich glaube kaum. Sammle Ware im Sektor. Wir sind jetzt gerade hier in Rolx los. Kommando Ne, akzeptiert. sind wir nicht. Wo sind wir hier gerade? Königinhügel. Nee, das machen wir rückgängig. Hier Basta, Kommandokonsole, Spezial, nein, Handel. Start der Sektorhandel und da nehmen wir mal Linie der Energie. Kommando akzeptiert. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Es wäre gar nicht mal verkehrt, in einem Sektor Handel zu betreiben, in dem es Energiezellen gibt. Ja, ist durchaus richtig. Energiezellen sind ja hier eigentlich das Günstigste, Wir das es werden hier gibt gescannt. und die werden für alles Der benötigt. Scan Ihres Schiffes hat nichts ergeben. Weiterhin einen kurzen Flug. Jo, danke. Die werden ja für alles benötigt und darum ist es gar nicht mal verkehrt. Also ein guter Tipp, vielen Dank dafür. Den Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Aber der Tipp ist gut angekommen hier, also angekommen und wird jetzt umgesetzt von unserer Basta. Ich weiß, die ist nicht das größte Schiff und wir könnten da noch ein anderes Mal mit damit ausrüsten, mit der Software, mit der Handelssoftware. Bräuchten dafür aber noch ein weiteres Transportschiff und naja, wir sitzen gerade in dem Pott, der dafür gedacht ist eigentlich. Naja, brauchen eben noch ein bisschen Geld. Und ich will den über Handel ja, einnehmen. Hier den Restgeld, den wir noch brauchen, den Restcredits, den wir brauchen. So, ab ins nächste System. Ja, hier sieht man mal wirklich, wie gut es ist, wenn man einen funktionsfähigen Autopilot Sprungantrieb hat. deaktiviert. So, gibt es hier einen Abnehmer für Sie zum Schreiben? Oh ja. Kristallfabrik M als Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Das ist mal ein richtig guter Preis. 702.000. Da machen wir eine Menge Gewinn mit. Da verdreifachen wir wieder mal den Preis. Den Preis, den unsere Credits, also die ausgegebenen Credits, werden verdreifacht. Denke ich, ungefähr wird das wieder so sein. Ja. Auf ein gutes Geschäft. Und vielleicht sogar noch mit Auftrag. Da müssen wir mal schauen. Ihr kennt das ja inzwischen. Ich schaue da immer vorher nach, ob es da einen Auftrag gibt, der diese entsprechenden Waren dann auch verlangt. Soll ja durchaus mal vorkommen, dass das auch dann angeboten wird. So. Und dann landen wir mal. Andockvorgang So, erfolgreich. und schwarzes Königin Brett. Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. So, leider Verbindung zum nicht. örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und die verkaufen wir jetzt komplett. Siliziumscheiben verkauft. Wir haben 700.000 Credits. Ja, gar nicht mal verkehrt. Kann man was mit anfangen. So, jetzt war hier ein Auftrag. Muss jemand, der sicher transportiert werden kann. Das können wir nicht machen. Mit unserem Schiff können wir, ja, niemandem garantieren.
überhaupt irgendwo anzukommen. Das Schiff hier ist ja mal absolut nicht geeignet. Viel zu langsam ist es auch noch obendrein. Wir fliegen, ja, Königstal, naja, Königinhügel. Wir fliegen nach Königinhügel, wieder nach Osten. Wir brauchen Energiezellen. Und die holen wir uns dann in Energie, in Königinhügel. So, da oben geht's hin. Da, wo wir gerade herkommen. An den ganzen Asteroiden hier vorbei. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall darauf aufpassen, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir hier ein leeres Energiezellenpolster haben, also eigentlich keinen Polster mehr haben, dass wir einfach ja ein leeres Energiezellenlager haben, so dass uns die Energiezellen ausgehen, um es ausgesprochen zu haben. Die brauchen wir nämlich unbedingt und wir brauchen eine ganze Menge. Die Energiezellen werden ja von der Schiffsgröße abhängig verbraucht. Und wir haben jetzt schon so eine Größe erreicht, dass wir eine Menge, ich glaube 10, wenn nicht sogar 20 Energiezellen innerhalb eines Sektors von Tor zu springen benötigen und dann in den nächsten Sektor dann entsprechend 10 Einheiten Energiezellen mehr. Also 20 Energiezellen und dann noch ein weiteres Tor, 30 Energiezellen und so weiter. Erreiche schon eine Menge. System, Königinhügel. So. Sonnenkraftwerk XL. Andockerlaubnis erteilt. Gehen wir das mal an. Autopilot aktiviert. So, wir haben jetzt 700.000. Naja, ich denke mal, das Dreifache vielleicht noch. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht 3 Millionen bräuchten wir. 2, 3 Millionen. Wir wollen ja eventuell auch noch eine weitere Station kaufen, aber da müssen wir mal sehen. Also erstmal ist hier nichts mit Schiffskauf. Wir müssen tatsächlich noch eine Weile hier Handel betreiben. Ja, wenn wir jetzt eine Station kaufen, ich meine, das kostet ja auch immer eine Menge Geld. Also nicht nur für die Station, sondern auch für die Schiffe, die man da benötigt. Und wir sehen es ja an unserer Agrarfabrik, an unserem Agrarzentrum. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. An alle Piloten aufgrund einer bla 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 bla. Wir nehmen das mal an. 661 Einheiten Mikroorganismen haben wir jetzt an Bord und wir kaufen noch Energiezellen. Und da machen wir das Lager voll. Denn die sind günstig. Gekauft. So, wo sollen wir da mit dem hin? 661 Einheiten Mikroorganismen sind an Bord. Die Station Siliziummine M-Alpha in Energiezirkulum. Siliziummine M-Alpha. In Energiezirkulum. Ist am Osttor. Osttor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Vielleicht hat die ja auch noch günstig Silizium. Das wäre ja fein. Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Hier mal eben schnell 45.000 Credits für einen Transportauftrag zu bekommen. Erreiche System. Energiezirkulum. Ja, schauen wir mal. Siliziummine. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und wenn die dann auch noch Energiezellen benötigen würden, wäre das jetzt echt perfekt. Aber unser Schiff ist auch sehr langsam, also wir haben ja nur begrenzt Zeit dafür, für diesen Auftrag. Dann müssen wir mal hoffen, dass wir schnell genug sind. Ich denke mal, das werden wir sein, aber hundertprozentig sicher bin ich mir mit unserem Schiff hier gerade nicht. 64 fliegen wir gerade mal. Das ist schon lächerlich langsam. Langsamer geht immer, na klar. Aber schnell geht auch hier in diesem Fall. Also schneller geht auch in diesem Fall. Ah. So, da sind wir aber immerhin schon angekommen. Gleich landen wir an Bord der Station. Wenn jetzt keine Nachricht kommt, dann ist alles noch in Ordnung. Wenn jetzt eine Nachricht kommen würde, wäre es wirklich sehr ärgerlich. Also, nein, haut hin. Und da kommt sie, die Nachricht, an Bord der Station. Eingehende Nachricht. Pilot, das ist ja fantastisch.
Sie haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft. Ich bin von Ihrem Können mehr als beeindruckt. Hier haben Sie Ihre Belohnung. Ich wollte Ihnen eigentlich nur die 45.808 Credits geben, aber ich werde Ihnen zusätzlich noch 66.516 Credits überweisen, weil Sie die Mission so schnell und mit solcher Geschicklichkeit geschafft haben. Gut gemacht. Wir werden uns in Zukunft sicher wieder begegnen. Ja, wow, da würde ich sagen, nicht mal schlecht. Wir haben jetzt innerhalb von wenigen Minuten 100, wie viel sind's, 111.000 Credits verdient. Und schauen wir mal rein. Haben die hier noch Aufträge? Brauchen die zufälligerweise Energiezellen? Brauchen sie nicht. Aber sie verkaufen günstig Siliziumscheiben und wir haben, wir geben den 3.073 Energiezellen. Energiezellen verkauft. Und Siliziumscheiben kaufen gekauft. Siliziumscheiben. So, haben wir hier schon einen Abnehmer? Haben wir nicht. Okay, jetzt können wir aber noch ein bisschen weiter gucken. Wir haben mal wieder Energiezellen an Bord. Herons Nebel. So, wir bremsen mal wieder. Hier gibt es nämlich Asteroiden. Hier ist das unbeobachtete Herumtreiben, Herumfliegen ganz schön gefährlich. Argon Prime ist eigentlich immer ein guter Abnehmer für Energiezellen, für Siliziumscheiben. 593 bietet man uns hier. 593. Linie der Energie hat keinen Abnehmer. Hier gibt es keinen Abnehmer. Hier gibt es keinen Abnehmer. Das sind wir gerade selbst. Da gibt es keinen Abnehmer. Ja, ich gehe auch gleich zu den Bohrensektoren. Keine Sorge. Hatten wir die schon durch? Ah. Moment. So. Also 500, wie viel waren es? 93. Heimat des Lichts können wir nochmal durchschauen. Da gibt es die Kristallfabriken. 620. 620 ist nicht schlecht. Ah. Ja, hier ist Erzgürtel, genau. So, müssen wir mal schauen. Hier oben bei den Boronen haben wir ja auch schon Satelliten verteilt. 239, Quantum-Röhrenfabrik. Okay, Rolks los. Okay, also es... es sieht so aus, als hätten wir unseren Abnehmer schon gefunden. Ja, hier oben. Chipwerk nochmal nachschauen. 318. Nee, ist dann auch kein Abnehmer mehr. Wolken Atreus können wir nochmal nachschauen. Nein. Und hier oben, da brauchen wir gar nicht reinschauen. Die nehmen alle kein Silizium an. Hier oben vielleicht noch. Aber hier oben ist mir das zu gefährlich mit den Piraten. Ah, die Satellitenfertigung da oben. Profitbrunnen. Na okay, komm. Sprungantrieb, Profitbrunnen, Nord. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Lass uns das mal ausprobieren. Wir fliegen da oben hin. Verkaufen da die Siliziumscheiben für eine Menge Geld. Na? Ich glaube, da haben wir wieder meinen Stuhlknack gehört. System. Profitbohnen. So, für Siliziumscheiben. Satellitenfertigung. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und ab geht's. In Richtung Satellitenfertigung. Ein schönes helles System hier. Ein schöner heller Planet. Ist mir gerade offenbar auf der Sonnenseite. Muss ja. Sonst wäre ja hier nicht so viel Licht. So, und da bringen wir dann gleich die ganzen Siliziumscheiben hin. Und da werden wir dann wohl auch erstmal eine Pause einlegen.
Da ist ein günstiger Speicherort. Und die Folge neigt sich dem Ende zu. Aber schauen wir nochmal, ob wir da noch vorher einen Auftrag ergattern können. Oder zumindest einen guten Preis für unsere Siliziumscheiben. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay, wir haben unser Silizium für eine Menge Geld verkauft. Ich sehe oben gerade vier Navigationssatelliten. Navigationssatellit. Die jetzt Gekauft. teuer waren oder nicht, weiß ich nicht. Wir haben die jetzt gerade einfach mal gekauft. Okay, ja, fast eine Million haben wir zusammen. Eine Menge Holz, die wir da schon haben. Wir brauchen aber noch zwei bis dreimal so viel. Ja, also noch ein bisschen was zu tun. Okay, gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!